Ja, das lassen wir jetzt so. Gucken, was das bringt. Gucken, ob das überhaupt jemand nutzt. Sieht ja im Moment noch nicht so aus. Ja, sehr schön. Einfach umfahren. Umdrehen. Boah, fährt wieder einer los. Ja, aber die oberen Bäden funktionieren scheinbar nicht. Ist hier keine Verbindung? Ja, genau. Hier ist keine Verbindung. Das macht die. Das ist natürlich dann eine ganz klare Sache. So, ja. Forschen. So, jetzt aber. Hier, wieder rollen die auch gleich durch. Gut, jetzt ist hier natürlich alles vorbei. Du hast Kohle. Du hast hoffentlich keine Kohle. Nein, du hast Raketentreibstoff. Du auch. Sehr schön. Sehr schön. Dann möchte ich das sehen. Du bist relativ langsam. Halt, halt, halt. Stop it. I want to. Ich möchte dir deine Kohle klauen. Damit du dir Raketentreibstoff holen kannst. Jetzt ist hier natürlich alles. Alles besetzt. Der läuft. Bei dem läuft's auch, sehr gut. Bei dem dann wahrscheinlich auch, aber ist gerade schwer zu sehen. Ja, sehr gut. Wir haben alle Raketentreibstoff. Jetzt müssen wir hier bloß mal hinkriegen, dass die auch fahren können. Verdammten Scheiß Linksabbieger. Die brauchen eine Abkürzung. Brauchen die. Oder doppelt, dass zwei gleichzeitig fahren können von rechts. Das wäre auch nice. Könnte ich ja kurz mal machen. Das ist jetzt hier natürlich ganz toll, das. Na, wer fährt mich über den Haufen? Niemand, sehr gut. So. Und da können die jetzt hier lang. Von mir aus hier voll durch. Das juckt mich ja, ne? Und dann hier mit drauf. Dann haben die nämlich hier nochmal eine Ausweichstrecke, die sie jetzt gleich befahren können. Ich muss das hier bloß nochmal kurz absignalisieren, gescheut. Ne, ihr wartet jetzt hier. Damit ihr das nicht blockiert. Hier muss natürlich auch ein Signal hin. Richtige Signale wären jetzt noch schön. Hallo. Da. So. Hier ist auch schön. Da ist schön. Hier ist jetzt nicht mehr so schön. Weiß ich noch nicht. So, machen wir mal so. Ist das auch irgendwie abgegessen? Was ist denn das hier überhaupt? Ach, hier wird bloß Treibstoff geliefert. Das ist egal. Oh, Folge. Das hier ist jetzt kein Ding mehr. Das hier ist eins. Das eigentliche Ausgangsteil ist jetzt hier. Wir haben noch ein Folgeteil jetzt hier. Der ist jetzt hier. Das hier funktioniert jetzt nicht, ist jetzt aber auch egal. Ja, komm. Zwick den hier ab. Sehr gut. Ist das getrennt? Das ist getrennt. Das ist getrennt. So funktioniert es noch nicht, warte mal. Die müssen von weiter drüben schon da drauf können. Am besten hier hinten. Irgendwo. Noch vor dem Signal. Bob, genau. Und dann hier drauf. Na, dann sollten zwei gleichzeitig links abbiegen können. Was super wäre. Hier kommt so einer hin. Ja, Signal, los.
Wo ist das andere? Hier. Da links. Wunderbar. Ja, das lassen wir jetzt so. Gucken, was das bringt. Gucken, ob das überhaupt jemand nutzt. Sieht ja im Moment noch nicht so aus. Ja, sehr schön. Einfach umfahren. Umdrehen. Du bist einfach geradeaus. Das sollst du ja auch tun können. Warte mal, das lässt sich einrichten hier. Dass die, die geradeaus wollen, auch diese Abzweigung hier nutzen können. Dafür muss der hier weg. Und der hier... Hallo? Kann ich bitte... Danke. Hierhin. Sehr gut. Mit Abschluss hier. Sehr schön. Problem ist, die können nicht gleichzeitig fahren. Oder nicht richtig. Der darf immer noch nicht. Ich sehe das schon kommen. Ich mache jetzt hier kleinen vierspurigen Kreisverkehr draus. So richtig. Das hier ist doof. Weil das machen wir mal anders. Also das passt schon mal. Hier hin. Pass auf. Und zwar ist die Idee, den hier wegnehmen. Machen den hier hinten. Hier hinten führe ich die erst wieder zusammen. Das ist jetzt erstmal die Idee hier. Hier kommt der angerollt und der fährt hier drauf. Und hier ist natürlich jetzt auch erstmal ein Ausgang aus dem Kreisverkehr. Komm. Dann können die nämlich doppelt fahren. Dann können die hier außen rum, während der hier innen auch rum macht, doppelt fahren. Und hier können die dann erstmal warten, bis die sich hier einordnen können. Dann müssen die nicht den komischen Kreisverkehr belagern. Ja, so. Und während die hier hochfahren, kann der hier immer noch hier runter. Das ist schon mal ganz nice. Jetzt ist die Frage, warum fährt hier oben nie einer lang? Ah, hier, nice. Sehr gut. Der sagt sich, ciao, Bella. Denkst du, ich warte hier? Nicht das. So würde ich das gesehen haben. Na, das bräuchte man jetzt für hier hoch und nochmal. Was aber nicht geht, wegen dem ganzen Geschissel da. Also nach hoch geht das nicht. Ja, nice. Hier schön außenrum. Wunderbar. Das Ding hat sich jetzt hier gerade wieder entspannt, weil hier keine Züge mehr sind. Ich habe jetzt nicht genug Kohle, um das hier noch zu versorgen. Wie viel ist denn hier drin? 3.000. Ja. Einfach zu wenig. Ja gut, jetzt habe ich das Ding da kopiert. Ich werde das gleich mal machen. Ja, es ist immer noch... Ihr könnt doch ruhig auch mal außen rumfahren. Was ist denn das? Eine extra Runde. Naja, warum nicht? Ach so, weil du dich jetzt... Weil ihr doof seid, deswegen. Stellen die sich Bilder dahin. Müsste eigentlich gegangen sein. Ja, der fährt jetzt da unten lang. Ist auch in Ordnung. Hübsch. Ja. Also zumindest die, die nachher drüben wollen, die machen das mit. Hier nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Wenn hier blinkt es noch dämlich. Das kann natürlich sein, dass die deswegen nicht wollen. Das ist ja richtig. Hier blinkt das noch so ein bisschen komisch. Das hier ist alles komisch. Warte mal, hier muss noch ein Folgesignal hin. Ich glaube, deswegen funktioniert es nicht. So, jetzt. Das ist alles abgetrennt. Genau. Jetzt sollten die hier oben auch lang düsen. Manchmal zumindest. Denn die warten dann eh hier. Ja, schön. Züge sind da und die warten jetzt hier wie bekloppt. Na komm. Ja, wir brauchen mehr Kohle. Hier ist keiner mehr. Leer. Gut.
Aber ich habe das Teil kopiert. Ich glaube, das mache ich mal ganz schnell, dass ich das hier noch hinsetze, in der Hoffnung, dass es hier hingeht. Weil es ist ja doch ganz schön groß. Hier, das Teil. Ist die falsche Richtung, ist die Richtung. Ja, ich muss das Wasser hier loswerden. Dann geht das. Also ich habe genug Platz. Ich muss bloß das Wasser loswerden. So, da habe ich aber noch, ich habe ja noch irgendwo Landfill, das hole ich mir mal ganz schnell. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet das noch. Ich habe mich so lange nicht mehr drum gekümmert, dass ich nicht mehr weiß, ob und wo das ist. Ich bräuchte hier einen echten Vierer, ne? Das ist so nicht in Ordnung. Die fahren alle auch so ein bisschen komisch. Die Züge. Fahrt doch oben rum. Warum wollten ihr das nehmen? Weil du nach Leichtbauteile willst. Du willst eh runter. Und kannst den dafür nicht nutzen. Was dämlich ist. Da fahren so viele Züge lang hier. Der kann doch hier runter dann. Das wäre halt, ist ein Umweg, klar. Also wenn sie hier rüber wollen, machen sie es. Ansonsten eher nicht so. Ich meine, die blockieren halt. Ach, naja, es funktioniert gerade. Ich werde das nächste Mal den Vierer, den ich mir da gebaut habe, den vierspurigen Kreisverkehr holen und werde den da mal hinbasteln. Aber das mache ich jetzt nicht. Machen wir dann beim nächsten Mal. Was wir jetzt nämlich erstmal brauchen, ist Landfill. Landfill, dann brauchen wir. Wieso fehlt denn hier eigentlich? Ach, der war einfach bloß zu langsam, ne? Ich schätze mal, wir haben genug. Nö. 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 Das gibt's ja nicht. Ich habe echt nie genug grüne Schaltkreise. Ich habe 4 solche Fabriken stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Was machen die? Was essen die die? Ich meine, hier steht es auch gerade wieder still. Weil die hier 15.000 reicht nicht. Oder habe ich einfach nie genug Kupfer? Reicht es jetzt an Kupfer ohne? Doch, Kupfer ist jede Menge da. Da haben wir gar kein Problem. Die brauchen bloß länger, es zu holen. Als gut ist, deswegen unterbricht das manchmal. Aber ist eigentlich auch nicht so schlimm. Na komm. Hol erstmal den Landfill. Ja, dann werde ich einfach nochmal grüne bauen müssen. Da werde ich nie ringsrum kommen. Es reicht ja offensichtlich nicht. Wo war denn das? Da drüben. Meine Güte, ist hier viel los. Alles unterwegs hier. Ich kann ja mal gucken in die Produktionsstatistik, wie wir gerade aussehen hier bei denen hier, bei den Fläschchen. 600. Aber nur die, ne? Die anderen eher nicht. Hightech. 600. Alle anderen werden gar nicht gebraucht. Wie sieht's im Verbrauch aus? Ja, es werden halt bloß 200 verbraucht von allen. Ich muss die Forschung mal ausbauen. Aber ich kann das alles noch nie mir leisten. So, hier, nehmen wir den Film mit. Der kann da Weile weitermachen. Hier, mach auch die Kiste voll. Ich werde es nämlich unten auch nochmal brauchen. Sag schon. Setz ihn ein. Wo wir dann die Kohle als nächstes holen. Da ist ja auch Wasser am Weg. Da werde ich auch den Film mitnehmen müssen. Und das so ein bisschen aus dem Weg räumen. Ah, komm. Puh. Das Schienensystem hier. Das hier ist jetzt echt so ein Engpass, ne?
Es ist halt die Frage, ob das was bringt, wenn du hier jetzt nochmal eine Verbindung hinmachst und hier nochmal. Und da auch. Ob der dann so weit entlastet wird, dass der besser funktioniert. Schwer zu sagen. Vor allen Dingen, weil die hier ja auch am Weg stehen und machen. Ja, mal gucken. Das ist alles nicht so einfach. So, mit Plus und Minus konnte man den... Ja, wunderbar. Hin damit. Okay, gut. Ist da jetzt noch Wasser? Sieht nie so aus. Dann können wir den jetzt hier hinpacken. Schon sagen, wieso passt denn der da nicht? Wir machen einfach so. Bob. Fertig. Okay, hier kommt jetzt der Laden hin. Dort drüben der Bahnhof für die Kohle. Dann gleich hier ran. Und ja, die... Sollen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem... Mit dem hier. Das muss ja auch irgendwie dahin kommen. Ob ich da jetzt einfach die Roboports bis darüber ziehe und dann sollen die Roboter sich kümmern. Könnte man eigentlich fast machen. Ne? Dann können die das hier auch in Ruhe aufbauen, während ich weg bin. Dann muss ich das nie aufbauen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Wäre eine Idee, ne? Könnte man schon mal machen. Auch wenn hier mein Leutchen das jetzt hier alles machen will. So, ich stopfe da jetzt alle überall Roboports hin. Ich habe jetzt 10 Stück mit. Das könnte schon reichen. Weil das fängt ja gleich hier drüben an, das Gebiet. Das Roboport-Gebiet. Wir nehmen mal hier so. Und dann dahin. Bup. 1, 2, 3, 4. Jetzt bräuchten wir das da oben auch nochmal. Und hier drinnen eigentlich auch. Geht aber nicht. Das geht leider nicht. Na gut, dann machen wir das hier unten. Uff, so nah wie möglich ran an den Unsinn. Und so hoch wie möglich. Danke sehr. Okay, jetzt sind die Dinger hier verbunden. Ich glaube, das macht aber nichts. Das wird schon mal gehen. So, hier hin. Okay, wunderbar. Hier ist jetzt ein fehlt in der Mitte Abdeckung. Gib mal her, wo sind denn die? 2 habe ich noch. Müsste eigentlich bloß einer hier in die Mitte rein. Ach, das mache ich dann, was jetzt hier noch fehlt. Ja, Strom. Strom. Stimmt. Strom. Den darf man nicht vergessen. Der braucht Strom. Der hier. Na komm. Der. So, okay, dann haben die schon mal alle Strom. Frag mich, wo die, was die Roboter jetzt hier machen. Die sind komplett verwirrt, weil kein Strom da ist. Das finden die nicht gut. So, wunderbar. Hier ist überall Strom. Hier oben fehlt es noch. Ja, stellen noch hin. Mann. Ja, Long Reach, ne? Long Reach. Ah, wunderbar, alles steht. Jetzt können die Roboter sich kümmern hier. Mit ihrem Unsinn. Baut das auf. Ich kann den Bahnhof hier kopieren und auch schon mal hinsetzen. Dann können die den auch aufbauen. Das wäre doch ganz nice. Alarm. Nicht genügend Platz im Logistiknetzwerk verfügbar. Schau auf die Karte. Echt ne? Warum?
Ist das jetzt hier alles irgendwie verbunden oder was? Ja, scheint so, ne? Ist das verbunden? Nö, eigentlich nee. Es sollte wahrscheinlich jetzt verbunden sein, weil die Roboter machen jetzt hier Unsinn. Ich mach das mal, ich verbind die mal lieber. Hier, da, wunderbar. Dann haben wir das schon mal erledigt. Okay, wo gibt's jetzt noch Probleme? Da unten rechts. Was haben die denn da unten rechts für ein Problem? Man weiß es nicht. Die sind nicht verbunden. Ich meine, das war ja abzusehen. Scheinbar müssen die jetzt verbunden sein. Weil die da oben irgendwie mitarbeiten wollen. Dann wenn man den jetzt hier noch mit... Oh, das war wohl wieder knapp. So. Strom dahin. Kommt ein Zug. Egal. So, der hat auch Strom. Wunderbar, jetzt können die das alles hier in aller Arschruhe aufbauen. Das ist eigentlich ganz nice. Da kann ich das... Kann ich denen das bloß in Auftrag geben und kümmert euch, ihr das Säcke. Ja, dann können wir den hier schon mal wegmachen. Und dann hätte ich gerne das Teil hier bis hier runter. Ja, genau. So, was ich nicht brauche, kann mal weg. Das ist vor allen Dingen hier die Rohre. Das brauche ich nämlich alles nicht. Danke sehr. Und okay. Der kommt jetzt da drüben hin. Und während meine Roboter das hier alles aufbauen, werde ich dann schon mal losmarschieren und den nächsten Kohleposten in Anspruch nehmen. Wir brauchen es ja. Ist ja meine Güte, ist das ja. Wie weit kommen wir denn? Das ist alles abgedeckt. Das nicht, ne? Also am besten hier unten hin mit dem Bahnhof, wenn ich will, dass der automatisch gebaut wird. In Ordnung. Machen wir den hier hin. Auf geht's. Okay. Ja, da kommt jetzt leider das Problem, dass ich überall die Filter neu setzen muss. So ist das halt manchmal. Und du hier weg. Du kommst weg. Da kommen Folgesignale jetzt hin. Hier und da. Das hier wird alles irgendwie irgendwann gebaut. Hier machen wir mal ein bisschen so. Bob. Dann ist der jetzt sinnlos. Wunderbar. Viel besser. Hier hin, hier hin. Und der dahin. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt nochmal zwischendurch welche setzen. Ja, sehr gut. Kann man ein bisschen höher. Dann passen hier vielleicht 3 Züge rein, das wäre ganz gut. Ja, wurde alles gebaut. Das ist im Bereich, das ist alles da. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt hier irgendwo unser... Was ist es, ne? Ich weiß noch nie genau, wie rum ich das machen will. Ich meine, ich habe ja jetzt hier Abdeckung. Das heißt, die Roboter könnten auch für den... für den Reaktor Zeug liefern. Aber ich bin gerade am Überlegen. Ich denke gerade, es wäre ja eigentlich auch eine coole Sache, den Reaktor hier unten stehen zu haben, weil hier habe ich schon Wasser. Na, dann ist hier mein Reaktor mit halt den ganzen Zeug da. Das ganze Ding da. Einfach hier hinstellen. Das wird nicht automatisch gebaut. Aber macht doch nichts. Funktioniert der hier eigentlich? Hier ist Dampf drinne. Sehr gut. Also der dampft genug. Meine Fresse, ist hier viel los. Habe ich irgendwas verbrochen, dass hier so viel los ist? Wie viel haben wir? Oh, 67.000. Die schaffen das vielleicht sogar, den hier voll zu laden. Hier ist aber auch gerade wenig los, habe ich das Gefühl. Ist das richtig? Nö, ist nicht richtig. Doch, hier passiert nichts. Weil zu viel Schweröl. Schweröl voll. Leichtöl ist genug. Schweröl kann ich, weil Leichtöl jetzt voll ist.
Also brauche ich doch mehr Leichtöl. Vermaledeites Leichtöl. Habe ich hier oben Abdeckung? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe Zeug mit. Aber keine Rohre. Das ist alles ein bisschen dämlich. Dämlich. Und wenn ich den einfach nur mit hier unten dran hänge. Ja, der arbeitet halt auch voll, fast auf voller Pulle. Schweröl ist voll.